Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mal mit euren meistgestellten Fragen, die mich erreicht haben und natürlich die passenden Antworten dazu. An dieser Stelle gehen Grüße raus an Stefan und ja, ich besorge mir noch ein Heißgetränk, ihr guckt das Video und dann legen wir los. Skydog. Fangen wir gleich an mit Frage Nummer 1. Wie unterscheidet sich das Fahrwerk der MR gegenüber der S1000R? Das DDC, das steht für Dynamic Damping Control, ist in der MR serienmäßig und speziell optimiert für einen riesigen Spreizungsbereich, für das Mehr an Leistung und die erhöhte Anforderung an die Fahrstabilität eines M-Fahrzeuges. Und das habt ihr sowohl für die Straße als auch für die Rennstrecke dann den Vorteil. Die Dämpfung ist in den Race Pro 1 bis 3 Modi bei der Gabel in Kombination einstellbar. Das heißt, Zug- und Druckstufe werden gleichzeitig verändert. Und beim Federbein an der Hinterachse ist es separat einstellbar zwischen Zug- und Druckstufe. Der Lenkungsdämpfer bei der MR, das seht ihr auch gerade in dem Video, der ist entsprechend euren individuellen Bedürfnissen zehnfach manuell einstellbar. Das heißt, ihr könnt euch selbst einstellen, wie ihr die Lenkung haben wollt. Frage Nummer 2. Was kostet der Einfahrservice und was wird gemacht? Also die Kosten für den Einfahrservice liegen bei ca. 250 Euro. Dauert so ungefähr ein Stündchen bis anderthalb, je nachdem wie ausgiebig die Probefahrt des Mechanikers stattfindet. Dabei wird das spezielle Einfahröl, das werkseitig von BMW eingefüllt ist, gegen halt normales Öl ausgetauscht. Das hat den Sinn, dass dieses Einfahröl einfach dafür da ist, dass sich in den ersten 1000 Kilometern sämtliche Teile des Motors, sprich Kolben, die Zylinderlaufbahn, Ventile, dass sich das alles ein bisschen schön einschleifen kann, damit alles aufeinander perfekt abgestimmt ist. Ja, das wird gegen reguläres Öl ersetzt. Und dann gibt es noch eine Checkliste, wo noch ein paar Punkte abgearbeitet werden, ob auch tatsächlich das Bike so immer noch dasteht, wie es aus dem Werk kommt. Da geht es um halt ein paar Schrauben, dass die Anzugsdrehmomente immer noch stimmen, dass sich da nichts gelockert oder versetzt hat. Und ja, wenn dann alles passt, wird dann ganz am Ende per Software einfach die Einfahrbegrenzung aufgehoben. Das heißt, die Drehzahlen über 9000, die Spaß machen, die sind dann erreichbar und dann könnt ihr komplett eskalieren auf dem Bike. Grundsätzlich gilt natürlich, so ein Motor muss immer warm gefahren werden. Also jetzt nicht nach dem Einfahrservice draufsteigen, yippee-yay und dann volles Fund, sondern schön warm fahren, darauf achten, dass alles die richtigen Temperaturen bekommt und dann habt ihr auch lange Freude an diesem Motor. Frage Nummer 3. Passen die Teile von der S1000R auch bei der M1000R? It depends. Ein Großteil der Teile passt tatsächlich. Zum Beispiel der Kühlerschutz, glaube ich, hat sogar die gleiche Teilnummer. Ein TFT-Schutzglas von BMW passt natürlich, klar, es ist das gleiche Display. Aber Zubehörteile, die eine ABE für die S1000R haben, sprich andere Abgasanlagen, andere Modifikationen am Bikes, solltet ihr nicht einfach so auf der M1000R montieren, ohne das vorher mit einem Sachverständigen Rücksprache zu halten. Weil im schlimmsten Fall gilt die ABE halt nur für die S1000R, ihr fahrt das Ding an der M1000R. Ja, Betriebserlaubnis erloschen, kommt nicht so gut, also im Zweifelsfall einfach mit Hersteller und oder Sachverständigen Rücksprache halten, kurz drüber sprechen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Frage Nummer 4. Warum hat die M1000R keinen Lenkwinkelsensor gegenüber den Doppel-R-Modellen? Das ist eine sehr oft gestellte Frage und die Antwort ist einfach schockierend einfach. Und zwar kann der Lenkwinkelsensor bei der MR nicht verbaut werden, da es keinen geschützten Bauraum für das Teil gibt. Bei der Doppel-R habt ihr halt die Verkleidung, die alles ein bisschen schützt vor Fahrtwind, Nässe, Getier, Steinschlägen und so weiter und so fort. Bei der MR wird es dann ein bisschen schwieriger. Da ist halt nicht so viel Platz, wo man was verbauen könnte, ohne dass es nicht dem Fahrtwind und Nässe und Regen und Schmutz und Dreck ausgesetzt ist. Das heißt, würde man das trotzdem machen, würde dieser Sensor halt
im schlimmsten Fall schlechte Werte oder falsche Werte liefern oder total ausfallen. Und dann macht dieser Sensor einfach keinen Sinn, wenn man sich nicht drauf verlassen kann. Also Antwort, es gibt einfach keinen geschützten Platz. Deswegen und nur deswegen, sagt BMW, ist das Ding nicht dabei. Frage Nummer 5. Warum verfügt die M1000R nicht über die Funktion Slide Control, die man aus der Doppel-R kennt? Ja, da kommen wir wieder zurück zu dem Lenkwinkelsensor. Ganz einfach fehlt für diese Funktion, fehlen die Daten von dem Lenkwinkelsensor, sodass das Steuergerät das nicht richtig verarbeiten kann, weil es halt zwingend diese Daten dafür braucht. Ja, und somit kann Slide Control nicht funktionieren und ist halt dementsprechend auch bei der MR nicht verfügbar. Frage Nummer 6. Wie unterscheidet sich die Lenkergeometrie zwischen M1000R und S1000R? Bei der M1000R ist der Lenker gerade ausgeführt als bei der S1000R. Also ist auch ein bisschen breiter. Hinzu kommt, dass durch die Lenkerklemmung, die geändert ist, also die Aufnahme des Lenkers, ist die gesamte Position vom Fahrgefühl mehr vorderradorientiert. Dadurch erreicht man einfach eine sportlichere Ergonomie. Also sprich, ihr habt mehr, ja, wie soll man das erklären, mehr Gewicht auf dem Vorderrad, also gefühltes Gewicht von eurem Körper, so dass ihr da ein deutlich besseres Gefühl für entwickeln könnt. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Lenkern. Frage Nummer 7. Welche Gaskennlinien hat die M1000R? Also, wir unterscheiden grundsätzlich zwischen voreingestellten Fahrmodi und den Race Pro 1 bis 3, die ihr komplett selbst konfigurieren könnt. Voreingestellt gibt es die Modi Rain, da ist die Gasannahme sehr weich, das Antriebsmoment ist in den unteren Gängen reduziert, ganz einfach, damit sich das entspannter fahren lässt. Bei Road ist die Gasannahme schon optimal, Antriebsdrehmoment ist in den unteren Gängen tatsächlich auch noch reduziert, weil halt im Straßenverkehr man jetzt ja nicht nun unbedingt sofort die komplette Power braucht. Dann gibt es das Programm Dynamic. Da ist die Gasannahme auch optimal. Das Antriebsmoment in den unteren Gängen ist nicht mehr ganz so reduziert. Also es gibt da schon mehr Power. Und bei Race haben wir auch die Gasannahme optimal, allerdings mit dem maximalen Antriebsdrehmoment in allen Gängen. So, bei Race Pro 1 bis 3 können wir zwischen 5 Profilen wählen. Die seht ihr auch gerade hier, die blende ich euch ein. Wobei der Modus direkt sehr, sehr brutal ist und richtig Spaß macht. Frage Nummer 8. Warum hat die M1000R Winglets? Ja, die Winglets, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen super schön, die anderen sagen um Gottes Willen, bloß das nicht. Hangeln wir uns anhand der technischen Daten entlang. Sie erzeugen 11 Kilogramm Abtrieb bei 220 km/h. Was bedeutet Abtrieb? Abtrieb bedeutet einfach, dass auf der ganzen Maschine jetzt 11 Kilogramm mehr Druck lasten. Das heißt also, es werden mit 11 Kilogramm mehr wird die Maschine auf den Boden gepresst bei 220 km/h. Das erzeugt ein agileres Handling, weil ihr einfach mehr Abtrieb habt. Es gibt in Kurven bei höheren Geschwindigkeiten deutlich mehr Stabilität und es reduziert so ein bisschen die Willi-Neigung, weil Willis sehen zwar toll aus, bedeuten aber immer Zeitverlust, da keine optimale Antriebskraft umgesetzt werden kann. Also die Traktionskontrolle regelt halt bei Willis einfach runter. So, damit habt ihr nicht die volle Leistung auf dem Hintergrund, das heißt ergo Zeitverlust und so weiter. Für alle, die sich jetzt fragen, ich kaufe mir einfach, schraub die ab, die sind nicht nur dran geschraubt, sondern die haben tatsächlich auch eine Unterkonstruktion zur Übertragung der erzeugten Antriebskräfte. Das kann man von außen nicht sehen, es ist aber da. Also ja, ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wenn man die einfach abschraubt, wie ist das mit der Betriebserlaubnis, weil es ist ein Bauteil des Fahrzeugs, wäre ich vorsichtig. Ja, kann man sich drüber streiten. Ich finde es super. Ich finde die Ansicht, wenn man auf der Maschine sitzt und die Winglets im Blickfeld hat, finde ich auch mega. Da kommt wirklich so ein bisschen Kampfjet-Feeling auf. Also von mir gibt es einen Daumen hoch. Frage Nummer 9. Was ist BMW Shift Cam und wie funktioniert es? BMW Shift Cam ist eine Technik, die es ermöglicht, verschiedene Nockenwellenprofile in ein und demselben Motor zu fahren. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt eine Nockenwelle,
für die Einlassventile mit zwei Nockenprofilen. Das heißt, auf so einer Nockenwelle sind ja immer zwei Nocken, die die Ventile ansteuern, einlassseitig. Und da ist es jetzt so, dass ihr halt einfach zwei verschiedene Profile habt. Also einmal eine schärfere Nocke und einmal eine normalere Nocke für mehr Drehmoment. So unterscheidet man das auch. Es ist dann einmal ein Drehmomentprofil oder ein Leistungsprofil. Ja, wir können damit die Steuerzeiten und den Ventilhub anpassen über das Nockenprofil, was uns halt einen deutlich schöneren Drehmoment und Leistungsverlauf gibt. Man sieht das so ein bisschen, wenn man sich das mal anguckt, dass die Leistung an einem bestimmten Punkt so bei 8000 Umdrehungen so ein bisschen abfällt und dann bei 10.000 wieder hochschnellt und weitergeht. Das liegt einfach daran, dass die Schaltdrehzahl, an dem dieses Nockenprofil geändert wird, bei 9000 Umdrehungen liegt. Das heißt, der Motor wäre quasi eigentlich mit dem Drehmomentprofil jetzt langsam an Leistungsende. Dadurch, dass wir aber bei 9000 Umdrehungen umschalten können auf die Leistungsnocke, die uns halt schärfere Steuerzeiten gibt im oberen Drehzahlbereich, ist das halt einfach so, dass der Motor dann so Richtung 10.000 wieder Leistung entwickelt. Das heißt, da kommt dann wieder volles Pfund. Und ja, das ist super gut gelöst, weil es ist wirklich schleichend. Man merkt es eigentlich kaum. Wobei halt die Leistungsabgabe bei 10.000 und folgenden Umdrehungen weiter nach oben, das ist einfach geisteskrank. Also hinzu kommt die Geräuschkulisse. Wahnsinn. Also macht richtig, richtig Laune. Und ja, wenn man dann so hochzieht bis 14.000, das ist ein Erlebnis. Das sollte man mal erlebt haben als Motorenfreund. Ja, das waren so die neuen Fragen, die ich so von euch bekommen habe. Das sind halt die, die am meisten gefragt wurden. Ich hoffe, die eine oder andere interessante Antwort ist für euch dabei. Ja, und an dieser Stelle habe ich natürlich auch gesehen, dass wir mittlerweile schon über 100 Abonnenten sind auf diesem Kanal. Dafür vielen, vielen Dank. Das hätte ich nie erwartet und freue mich sehr darüber und freue mich, wenn euch die Videos weiterhelfen, euch Spaß machen und ihr gerne zuguckt. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt oben, viel Spaß mit euren Bikes und schöne Grüße, euer Skydog. Haha, da hat er wieder was weggeschnitten. Fangen wir gleich an mit Frage Nummer 1. Wie unterscheidet sich das Fahrwerk der M1000R gegenüber der S1000R? Das DDC, steht für Dynamic Damping Control, ist in der MR serienmäßig und spezifisch. Machen wir ein anderes Wort, geht einfacher.